Hallo Freunde, willkommen zurück zu Pirates. Wir hatten in der letzten Episode leichtes Chaos mit Marquis Montalban, der uns rund gemacht hat. Wir haben uns allerdings ein neues Schiff geholt von Baron Raimundo, haben die Beute aufgeteilt, deshalb haben wir so wenig. Besatzung ist guter Dinge, ist klar, die ist relativ frisch. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Wir sind hier bei Margarita. Wenn wir Montalban schlagen wollen, der ist wahnsinnig schnell, dann brauchen wir dafür viel mehr Besatzung, um ihn einfach langsamer zu machen oder um uns die Chance zu geben, dass wir so lange durchhalten, bis unsere Besatzung seine Besatzung niedergemacht hat. Das heißt, auf der Einkaufsliste stehen erstmal ein Handelsschiff, damit, wenn wir andere Schiffe auftun, dass wir die Fracht nicht über Bord werfen müssen. Wir brauchen zusätzliche Besatzung. Möglicherweise neue Infos, wo wir Raimundo finden, denn die Karte, die wir von ihm haben, ist wenig aussagekräftig. Ich habe eine Idee, wo das sein könnte, aber ich habe nichts gegen nochmal ein oder zwei Teile der Karte. Gut, wir brauchen also Besatzung, die kriegen wir in Städten. Wir brauchen Informationen zu Raimundo, kriegen wir auch in Schenken und Städten. Und wir brauchen Handelsschiff. Die sind für gewöhnlich auch in der Nähe von Städten unterwegs. Hier hätten wir zum Beispiel eine Handelsgaleone. Finde ich jetzt nicht so prall, die Dinger, aber wir müssen ja auch nicht das erstbeste Schiff zerlegen. Da hätten wir zum Beispiel die nächste Stadt. Und was haben wir hier? Eine Handelsgaleone. Wenn wir jetzt allerdings wieder ein spanisches Schiff zerlegen, dann handeln die irgendwann nicht mehr mit uns. Das kann man nämlich auch erreichen, wenn der Ruf in einer Stadt oder bei einer Fraktion so schlecht ist, dass die Händler vor Ort einen wegschicken. Dann kann man immer noch mit dem Gouverneur reden und so weiter. Man kann auch noch beim Schiffbauer die Sachen reparieren und aufrüsten. Aber unterm Strich, die Händler der Stadt machen nichts mehr. Ich sehe gerade, dieses Ding ist voll ausgerüstet. Und ich glaube, ich wollte mal gucken, was die Kriegsgaleone so kann. Habe ich das beim letzten Mal vergessen? Ich glaube schon. Oder habe ich das gemacht? Das weiß ich nicht mehr. 200 Mann Besatzung, 32 Geschütze, das ist völlig in Ordnung. Es ist zwar ein langsames Schiff, da wäre mir eine Fregatte lieber, aber die Fregatte habe ich irgendwie auf Grund gesetzt. Nicht so toll. Na gut, wir schauen mal, dass wir die 200 Mann Besatzung vollkriegen und vielleicht noch ein bisschen mit den Leuten hier quatschen. Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch einen Präzisionsbarometer an. Nordstern, dieses Instrument ist beim Segeln in der Nähe von Stürmen und Orkanen hilfreich. Für nur 8250 Goldstücke gehört es euch. Ich muss dich jetzt mal im Vertrauen fragen. Hast du einen Knall? Für ein Barometer? Wow. Wäre ich MacGyver, würde ich mir selbst eins bauen. Marquis Montalban mit einer Kupferpanzerung aufgerüstet wurde. Achso, sein Schiff, nicht er. Ja, ist klar. Danke. Ich weiß schon, dass sein Schiff so ziemlich alles hat. Flakgaleone. Richtig, die wollte ich mir auch mal angucken. Können wir gleich machen. Die Stadt ist so reich, dass es zum Himmel stinkt. Vielleicht jagt ihr ein Piratenangriff die gebührende Gottesfurcht ein. Wenn sie mich fürchten, würde mir das reichen. 36 weitere Mann. Mitkommen. Ihr gehört jetzt zum Haufen. Wie schlimm kann es schon werden? So, Flakgaleone war das. Flakgaleone, hier haben wir sie. Langsam, 250 Mann, 40 Kanonen. Aua, nicht gut. Ist das mächtigste Schiff, mit Ausnahme des Linienschiffs eventuell. Oh Mann. Das wär's, 48 Geschütze, 300 Mann Besatzung, schnelles Schiff, Kriegsschiff halt. Ach, totaler Traum, das Ding. Aber soll erstmal nicht sein. So, lass mal kurz gucken. Wir sind hier. Puerto Cabello können wir noch gucken. Da könnten wir noch ein bisschen was an Besatzung kriegen. Voraussetzt, ich finde die Stadt. Was haben wir denn hier? Was bist du? Königliche Galeone. Ich glaube, die nehmen wir. 18 Geschütze, 76 Mann. Damit werden wir fertig. Und da waren es ein paar Geschütze weniger.
Machen wir das mal so. Einmal schnell die Wände. Und rein ins Gefecht. Ja gut, so viel dazu. Und damit gehört das Schiffchen uns. Der niederträchtige Marquis Montalban ist unterwegs nach Puerto Cabello. Er ist vor 275 Tagen in Santa Catalina losgesegelt. Meint ihr, der ist schon da nach nur 275 Tagen? Also wenn das Neuigkeiten sein sollen, dann bist du bei der CNN. Wow. Naja, kleines bisschen Beute gemacht. Das nehmen wir mal alles mit. Vor allen Dingen die 41 Tonnen Zucker könnten interessant werden. Und das Schiffchen behalten wir. So haben wir noch massenhaft Laderaum offen. Das ist in Ordnung. Holländisches Schmugglerschiff. Ja, muss jetzt nicht sein. Wir gucken mal, ob Puerto Cabello uns es noch aufnimmt jetzt. Oder ob die schon auf uns schießen. Sieht bisher ganz gut aus. Naja, wir sollten uns auf jeden Fall erst wieder beim Gouverneur blicken lassen, wenn wir ein bisschen was Positives zu erzählen haben. So, wir reparieren natürlich unser schönes Schiffchen. Wie konnten die es wagen, darauf zu schießen? Da hätten wir das Pulver gekriegt. Naja, was soll's. Lass mal kurz den Händler aufsuchen. 6 Goldstücke ist ein bisschen wenig für Zucker. Allerdings 2 Gold für die Geschütze ist in Ordnung. Wir können eh nur 32 benutzen. Und selbst wenn wir im Gefecht welche verlieren, solange wir das Gefecht gewinnen, kriegen wir ein paar Geschütze unterm Strich wieder raus. So, lass mal gerade gucken. Zucker. Rio de la Haja. Habe ich da notiert. Und Rio de la Haja ist eine relativ große Stadt. Da sollten wir wieder einiges an Besatzung kriegen. Und das heißt, wir segeln als nächstes nach Rio de la Haja. Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch für 250 Gold ein weiteres Stück einer geheimen Schatzkarte für den vergrabenen Schatz von Rock Brasiliano. Ja, das nehmen wir doch mit. Damit wird die Sache tutti completi. San Juan. Mörderspitze. Ah, richtig, richtig, richtig. Ich erinnere mich. Das wussten wir vorher schon, wo das ist. Naja. Die 250 Gold ist es mir wert. Henry Morgan. Beim Duell pfeilschnell parieren kann. Danke, Schatz. Das freut mich. Noch so ein Verrückter, der so höllenschnell ist. Und er hat halt die große Fregatte. Queen Anne's Revenge. Das wäre nicht schlecht. So kommen wir wieder an eine Fregatte. Vor 291 Tagen. Leute, habt ihr auch Neuigkeiten? Das ist fast ein Jahr her. Okay, so viel dazu. Jungs, 41 weitere. Nehmen wir mit. Auf geht's. Solange die Crew noch einigermaßen bei Laune ist, müssen wir das ausnutzen. Wie gesagt, Rio de la Haja ist unser nächstes Ziel, obwohl das eigentlich... Ah, doch, das liegt gar nicht so schlecht. Das liegt gar nicht so schlecht. Dann haben wir die Wahl. Entweder wir gehen anschließend auf Jagd nach Captain Morgan oder wirklich zum Marquis Montalban. Einer von beiden wird demnächst dran glauben müssen. Beim Henry Morgan hätten wir halt den Vorteil, dass wir auf der Rangliste dann ziemlich weit oben stehen. Und viele Piraten gibt es ohnehin nicht mehr. Beim Marquis hätten wir den Vorteil, dass wir weitere Informationen zu unseren Familienmitgliedern kriegen. Aber den müssen wir auch mehrmals besiegen. Es sei denn, wir heben uns den wirklich bis ganz zum Schluss auf. Aber, meh. Handelsgaleone. Nee, braucht doch kein Mensch. Wir haben hier eine königliche. Was haben wir da? Schade. Wäre es ein Schatzschiff, hätte ich mir das sogar vielleicht gekrallt. Danke. Lass mal kurz gucken. Ah, zu früh abgebogen. Ich hielt diese Spitze hier dafür. Schlecht. Na, wenn wir schon hier so tief drin sind, dann können wir noch kurz in Maracaibo vorbei. Da können wir noch ein bisschen Besatzung aufgabeln. Kriegen wir hin. Oh, da haben wir ein Schatzschiff. Das will wahrscheinlich hier runter. Also schnell. Neue Besatzung aufsammeln. Bisschen Platz im Laderaum machen. Dann holen wir uns das Schatzschiff. 5 Gold. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Schenke. Was hast du?
Ermöglicht schnelle Duellbewegungen. Für nur gehört es euch. Dann sind wir bei Duellen schneller. Sollte uns dadurch leichter fallen. Aber das ist schon bitter. Das Schatzschiff finanziert uns das. Spanische Schatzflotte mit dem Vermögen Goldbarren auf dem Weg nach Rio del Haja ist. Danke, danke. Und du? Auf Kurs nach Puerto Cabello. Ja, danke. Da ist er doch vor einem Jahr erst weggesegelt. Und der will schon wieder dahin? 40 weitere Mann? Super. Und willkommen an Bord, Jungs. Damit sind wir eigentlich schon ganz gut ausgestattet. So, 203 Mann Besatzung. Einige Segel natürlich. Das Teil. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen, damit wir das Ding noch einholen. Ah, nö. Es ist so nett und fährt uns entgegen. Wir sollten allerdings, da unser Schiff so langsam ist, ein bisschen rechts davon bleiben, damit wir den Geschwindigkeitsbonus zu Beginn der Schlacht haben. Schatzgalleone. Du gehörst mir. Die haben relativ viel Besatzung und auch noch ein paar Geschütze. Au. Immerhin, mit unserem Geschützmeister laden wir relativ schnell. Das ist fein. Jetzt müsste ich nur noch treffen. Das wäre auch fein. Hört ihr auf, Löcher in mein Schiff zu ballern, verdammt. Na komm, noch ein bisschen. Jetzt und kämpfen. Bevor unser Schiff untergeht. Oh Mann. Das war saueng. Nehmen wir alles mit. Wie gesagt, das Schatzschiff finanziert uns die Weste. Und wir haben einiges an Fracht dabei. Richtig viel an Fracht. Das ist super. Ups. Der Gedanke war gut. Dann müssen wir als nächstes gucken, wo wir den ganzen Kram loswerden. Wie gesagt, Rio de la Haja, da kriegen wir den Zucker los. Ich würde sagen, da gucken wir als nächstes vorbei. Auch wenn wir derzeit relativ langsam sind. Die haben unsere Segel ganz schön zerfetzt. Das ist nicht nett. Und wir haben viel Besatzung verloren. Die haben da auch mit Schrot geschossen oder wie. Kartätschen richtig losgelegt. Nicht gut. Ah, Montalban. Verzieh dich. Ja, danke. Den habe ich jetzt noch gebraucht. Oh, noch eine Schatzgalleone. Zwei Schatzgalleonen. Ja, die fahren auch nach Rio de la Haja. Aber mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. Unser Schiff ist so sehr beschädigt, dass wir... Ja, ihr legt es jetzt echt drauf an, oder? Wenn wir uns jetzt noch mit den beiden anlegen, dann gehen wir garantiert unter. Muss ja nicht sein. Außerdem haben die mehr Besatzung. Jedes von denen. Müssen wir nur noch gucken, dass wir die Stadt erreichen, ohne zerschossen zu werden. Sieht gut aus. Das heißt, wir können unsere Schiffe reparieren. Was nicht sehr günstig ist. Dagegen war ich ja noch relativ zaghaft. Aber eher Hagelgeschosse und Kettengeschosse. Kein Wunder, dass die mein Schiff so zerlegt haben. Nö, nö. Gefällt mir nicht. Aha. 7 Gold für Zucker. Und das habe ich aufgeschrieben für guten Zuckerhandel? Hatte ich Sonnenstich? Rio de la Haja. Gut, damit kann ich die Liste wohl vergessen. Die Preise verändern sich, je nachdem wie Handel getrieben wird. Interessant. Aber Luxusartikel kann man hier relativ gut verscheuern. Und zum Glück haben wir ein paar dabei. Ich glaube, das kann sich lohnen. Ja, was heißt hier D-Day? Ich mache hier gleich einen D-Day. Gib mir Gold. Verdammt. Okay, positiv ist, wir können Lebensmittel relativ günstig einkaufen hier. Gibt's ja gar nicht. Jetzt können wir... Oh, wir haben die Bank gesprengt. Hurra. Können wir stolz auf uns sein. Gut, wir gucken nochmal in der Schenke vorbei. Jungs, ihr kommt wie gerufen. Wir müssen Personal aufrüsten. Was haben wir hier? Informationen. Besuch Puerto Puerto Bello. Wo zum Geier? Fehlt da nicht was? Puerto Bello. Okay, Luxusartikel. Warum nicht? Aber das ist doch am
Naja, wenn ich bei der Welt Fieber messen will, kommt da das Thermometer rein. Henry Morgan mit Baumwollsegeln. Mach Sachen. Er hat so ziemlich alles und ist schnell und ich habe keine Lust, gegen den zu kämpfen. Puerto Bello müsste ungefähr hier sein. Meh. Und er ist nach Puerto Cabello. Deshalb war ich verwirrt, weil es gibt Bello und Cabello. Und in letzter Zeit war die Rede immer von Puerto Cabello. Eigentlich ein Wunder, dass der sich irgendwo bewegen kann. Jeder Idiot weiß, wo der hin will und wo er gerade ist. Schatzgaleone. Ja, grüß euch. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein paar Schatzschiffe zerlegen, brauchen wir uns bald bei den Spaniern nicht mehr blicken zu lassen. Oh, da ist ein Schatzschiff, das auch noch Geleitschutz hat. Das heißt, das ist ziemlich voll. Gut, das nehmen wir noch mit. Was soll es? Die Aragon ist das Schatzschiff. So, wir brauchen ein bisschen Tempo. Das war nicht mal im gleichen Postleitzahlgebiet. So, das kleine Ding nervt uns nicht mehr. Jetzt geht es nur noch darum, dieses Ding einzuholen. Und wir können die Besatzung ein bisschen aufstocken. Au, Backe. Dann lieber so als eine Breitseite. Dann sparen wir nämlich ein bisschen. So, jetzt haben wir nur noch 19 Geschütze. Die haben immer noch 38. Gefällt mir überhaupt nicht. So, dann lassen wir jetzt noch ein paar Hagelgeschosse. Ein Schuss noch. Wir haben nur noch 6 Geschütze. Meine Herren. Jetzt aber. Da werden wir mal wieder fechten müssen. Wir nehmen das Entermesser. Sollte gut sein. Ach, er schon wieder. Natürlich. Die Kapitäne von Schatzschiffen sind an sich ganz gut ausgestattet. Oh ja. Wir sind tatsächlich ein bisschen schneller. Wenn die jetzt aufhören, von meiner Kamera rumzuwischen, bin ich richtig glücklich. Huh, Schatzschiff. Gehört uns. Und die Begleitung haben wir auch direkt versenkt. Ich meine, was soll's. Wir haben die ganze Crew aufgesammelt oder einen großen Teil der Crew. Das sollte in Ordnung sein. Achtung, Flottengeschwindigkeit reduziert. Ja, ist klar. Nehmen wir trotzdem alles mit. Und mit den Goldstücken, das hat sich gelohnt. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. So viele Geschütze brauchen wir allerdings nicht. Was soll's, wir haben noch über 200 Frachtraum frei. So, allerdings ist unsere Flotte ein bisschen zu groß. Wir müssen da ein wenig Platz schaffen. Was jetzt eigentlich interessant wäre, wie groß sind diese Schatzschiffe? Was sind die Eigenschaften dieser Dinger? Schatzgaleonen. 200 Mann Besatzung, 40 Geschütze. Sind halt sehr langsam. Und haben schlechte Segeleigenschaften. Deshalb würde ich sagen, die Dinger verscheuern wir bei nächster Gelegenheit. Ja, und unser Schiff hat inzwischen einiges abgekriegt. Kommt, Galeon, ihr könntet ein bisschen schieben. Hopp jetzt. Ah. Jetzt auch noch gegen den Wind und... Ja, es ist nur ein armer spanischer Hafen. Und da kriegen wir vielleicht die Reparaturen relativ günstig. Verdammte Gier. Blöde Schatzschiffe, blöde. Ja, die Teile, die bringen zwar tolle Belohnungen, aber die reißen halt auch Löcher in die Kasse. Einfach aufgrund der massiven Anzahl an Kanonen muss man hinterher das Schiff wieder teuer reparieren. Und dann geht natürlich viel von der Beute flöten. So. Schiff Nummer 4. Ach, die sind jetzt noch durchnummeriert hier unten. Warum nicht? So, das Ding verscheuern wir. Wenn wir diese verscheuern, müssen wir eigentlich eine Menge Fracht loswerden. Das ist nur eine königliche. Nur eine königliche Galeone.
Wir gucken mal, was der Händler uns abnimmt. Ach du Schande. Ach, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber wenn ich noch ein Schiff loswerden will, dann muss ich zum Beispiel die Gewürze loswerden. Okay, wir beißen einen sauren Apfel, das machen wir. Ja, ja, D-Day, so fühlt sich's an. Hier, die Geschütze kannst du auch haben. Da kommen wir mit 32 wirklich gut klar und mehr als 2 Gold kriegen wir eh nicht dafür. Das ist okay. Und das bedeutet, wir können ein sehr langsames Schiff verkaufen. Super Sache das. So, da müssen wir fast 100 Fracht loswerden. Das gefällt mir gar nicht. Wir gehen stattdessen nochmal in die Schenke. Informationen von seinem kürzlich erfolgten Besuch in Barbados. Was gibt's denn in Barbados? Gewürze für 30. Yay. Barbados ist Engeles. Ach, richtig, das ist... Oh, nö, da will ich jetzt nicht hin. Überlegt mal. Das ist ganz im Osten. Wir sind jetzt schon ziemlich weit im Westen. Das heißt, wir würden einmal quer über die Karte segeln gegen den Wind. Dinge, die nicht schön sind. Och, hier ist ruhig. Ja, wir könnten noch ein bisschen Party machen, oder? Oder auch nicht. Und immer noch Puerto Cabello. Es freut mich, dass ihr alle so neue Informationen habt, die ich vorher noch überhaupt nicht wusste. Oh Mann. 70 weitere Mannen. Ihr kommt, wie gerufen. Mitkommen. Das wird super. Okay. Das heißt, wir haben viel geschafft. Wir haben die Schiffe, beziehungsweise wir haben die meisten schon wieder verkauft, aber wir haben das gesetzte Ziel für Handelsschiffe erreicht. Wir haben auch wieder ein bisschen Gold und wir haben unsere Crew aufgerüstet. Leider haben wir noch keine Informationen zu Baron Raimundo. Deshalb würde ich sagen, wir schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Crew kriegen und uns dann entweder Henry Morgan schnappen oder Baron Montalban. Bin ich mir noch nicht sicher. Einen von beiden gehen wir demnächst an. Jetzt aber erstmal wieder ein kleines Päuschen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.